Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und gerade eben habe ich das Video über den Einkaufsbummel gedreht und jetzt fange ich an. Ich hatte eigentlich erst vor, die Tag für Tag jeweils eine Box aufzumachen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr halten und mache das jetzt einfach jetzt sofort und halte mich dann halt mit dem Zusammenbauen ein bisschen zurück. Und wir fangen mit dem für mich am unspektakulärsten an, mit den Wolfsdingern, Reitern, weil dazu habe ich schon die Gussrahmen im Internet auf der GW-Seite gesehen und zu den Ork-Kriegern, die Box, die ist so schön groß und da sind eigentlich nur 10 Krieger drin, da müssen schön viele Ersatzteile drin sein und deswegen warte ich mit der noch ein bisschen und die Armeebücher gucke ich mir sowieso an und deswegen habe ich jetzt die hier für mich, war die hier für mich jetzt das erste, was ich so hochladen wollte und ja. Dann schneiden wir hier oben mal mit der Schere so ein bisschen ein. Ich mache das immer mit einer Schere. Weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich zu faul bin, das mit einem richtigen Messer zu machen. Und dann ist hier oben diese Naht. Daran reiße ich das immer auf. So. Und dann haben wir hier die Box ohne Folie außenrum. Und kann die aufmachen und die Gussrahmen und Bases und was da alles eben drin ist, rausholen. Und ja. Und dann hier die Zusammenbauanleitung. Ich denke mal, die interessiert euch jetzt nicht so wirklich. Und dann fangen wir an mit den Gussrahmen. So wie sie in der Reihenfolge sind. Hier sind die Bases. Wie es aussieht, stinknormale Kavallerie-Bases. Und Gussrahmen Nummer 1. Man erkennt hier die Wildschweine, zumindest die Körper sind jeweils zwei Hälften, sind 1, 2, 3 auf dem Ding, das heißt, zwei müssten dort irgendwo noch sein. Und die Köpfe. Dann das erste von den Bannern. Ich werde das Stoffbanner nehmen, weil ich dort ab jetzt die eigenen Symbole von meiner eigenen Armee drauf machen werde. Das ist so ein, es ist wie bei den Bad Moons bei 40.000 ein gelber Mond auf schwarzem Grund und dann werde ich das Banner noch ein bisschen verzieren. Das macht mir eigentlich immer Spaß. Hier Äxte, 3 Stück, eine Sense, 1 Stück, ein Wildschweinbein, das dann irgendwo fehlt. Das darf ich dann da wahrscheinlich irgendwo ankleben und 4 Ork-Arme, das sind die Schildarme mit einem Schild. Ein Schild da noch. Und dann noch ein Dolch. Das ist zu Gussraum Nummer 1. Fällt gerade auf, dass die relativ massiv sind diesmal. Die sind massiver als bei den Nachtgoblins. Gussraum 2, der ziemlich vollgepresst wirkt, weil da die Orks drauf sind. Hier Beine, die angewinkelt sind, ans Wildschwein angewinkelt. Dann hier, was auch immer das ist, ich glaube, das sind, wenn ich jetzt die Packung angucke, ich glaube, das sind Wildschweinohren. Ja, das sind Wildschweinohren, die kommen dann an die Wildschweine ran, die Köpfe, die übrigens hier zu sehen sind. Da gibt es auch einen mit einem Rossharnisch oben drauf und insgesamt 6 Stück davon. Bleibt ein Wildschweinkopf übrig. Dann hier solche Sachen. Das weiß ich nicht, das sind Mundschütze, die kann man glaube ich vor den Orks vor den Mund hängen, vors Maul. Ist jetzt auf der Packung nicht zu sehen, weiß ich nicht, was damit zu tun ist. Dann hier die 5 Körper. 1, 2, 3, 4, 5 Beinpaare, ein paar Arme, noch mehr Arme, ein Horn. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich einen Musiker reinmache. In die Einheit. Wahrscheinlich werde ich einen reinmachen, aber den werde ich ein bisschen verbasteln. Den ein bisschen anders bauen, weil das fand ich nicht so toll aus. Und dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Köpfe. Ich werde davon wahrscheinlich nur die mit Helm verwenden, weil ich so einen losen Ohrkopf, die finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich ganz lustig, wenn die dann mal irgendwo rumhängen. Kann man besser verwenden für Umbauten, auch bei Warhammer 40.000. Fällt nicht so auf, wenn es auf einmal ein anderer Ork ist. Und die mit den Helmen sehen auch bedeutend besser, viel besser aus. Mehr ist auf dem Teil hier nicht zu sehen. Also wir haben bis jetzt ja schon 3 Ork-Dinger. Und
Ich weiß nicht, ob man die Dinger hier wirklich braucht, die hier sind. Die werden dann wahrscheinlich auch übrig. Und dann zum letzten Gussrahmen. Dort sind noch die letzten zwei Wildschweinchen drauf. Noch ein Schwert, ein Säbel, ein Spalter und Speere. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt mit den Speeren zusammenbauen werde oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Und noch mehr Schwerter. Schilde, 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und da haben wir noch ein Schild übrig. Und so ein Dinger hier, weitere Rüstungssachen, Sachen für den vollen Mund. Und das andere Banner, die andere Standarte ist das ja eher. Ja, die werde ich ihm nicht verwenden. Ich werde das Stoffbanner benutzen. Und ja, das war's zu diesem Set. Ich werde jetzt natürlich gleich noch das nächste aufmachen und das filmen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und Daumen hoch geben, abonnieren und so weiter. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Tschüssi.